Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf dem Kanal Marv4700 und zwar zu den Uptime News. Ja, die Themen heute sind eigentlich so ein bisschen Real Life, was jetzt mit Streaming/Uploadplan aussieht. Ja, und so weiter. By the way, ich nehme es jetzt gerade nach der ersten Aufnahme ab, weil die außerdem raus haben. Abgebrochen ist nach 7 Minuten 50 und ja. So, aber ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten. Auf jeden Fall, wir gehen wieder den normalen Weg lang. Diesmal aber andersrum, weil ich jetzt schon hingelaufen bin. Ja, und sonst eigentlich auch nicht mehr viel dabei ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Und zwar mit der Grafikkarte. Dazu will ich was sagen. Und zwar gibt es noch nichts Genaueres, was mit der los ist. Aber ich denke mal, in den nächsten Uptime News dann schon. Weil ich rufe am Montag, wo ihr es da seht, rufe ich da nämlich an. Und zu schauen, ob da sich was schon mal ergeben hat mit der Grafikkarte. Ja, weil ich denke mal, bis zum 14. oder 21. sollte ich sie locker wieder haben. Und ja, dann gibt es da definitiv was Fettes. So, dann noch habe ich ja eine neue Tischplatte bekommen. Ich weiß nicht, ob ich in den letzten Uptime News angesprochen habe. Auf jeden Fall. Das sollte diese Woche abgeholt werden mit dem Tisch zusammen. Und dann sollte der Tisch dann insgesamt 15 cm länger sein, als er jetzt ist. Jetzt ist er 1 Meter. Dann wäre er 1,15, 1,14 so im Dreh, wo dann halt mein PC draufpassen könnte. Ja, da dann schauen. Wenn natürlich die Grafikkarte diese Woche schon wiederkommen sollte, was ich nicht weiß, was ich vermute, eventuell, was halt geil wäre, dann wären halt 3 Wochen schon rum und sollte ja 3 bis 4 Wochen, maximal 6 Wochen dauern, bis ich sie wieder habe. Ja, dann wäre natürlich so die Sache super. Und ja, dann gäbe es auch dann direkt Streams, halt je nachdem, schauen, wenn ich noch einen separaten Tisch habe, ich unten, ja, im Keller von meiner Mutter. Und denk mal, dass wir dadurch streamen können. Und ich hasse sich, solche Drecksbrummen sind oder whatever, solche dicken, fetten Fliegen, die hier draußen sind. Keine Ahnung, heute verfolgt mich sowas komplett, ey. Zum Glück wurde ich nicht gestochen von dem. Oder so, keine Ahnung, ob ich stechen kann. Ja, auf jeden Fall ist es so. Wo war ich denn? Ja, auf jeden Fall mit dem Tisch muss ich jetzt schauen, dass ich ihn von Keller dann hochholen kann. Und man dadurch dann streamen kann. Und ich denke mal, dass wir dann eventuell 12 Stunden Stream oder so 3 oder so machen können. Kommt natürlich drauf an. Eventuell gibt es noch mal was Gutes, aber dazu werde ich gleich kommen. Jetzt gehen wir nochmal um, weil dann. Passt es eigentlich auch von der Länge. So, dann kann ich auch ein bisschen weiterlaufen. Ja, auf jeden Fall noch eine Sache. Und zwar, das ist jetzt, das habe ich für die größere YouTuber gängelt, aber erst durch 2 Deutsche. So, die, wo die auch das einzige Video gemacht haben. Dazu bin ich auch noch am Informieren. Und zwar was Wichtiges fürs Streaming auch nochmal. Und zwar bin ich am Überlegen, mein Go XLR, das ist mein Mischpult, womit dann mein Mikrofon funktioniert. Bin ich am Schauen, dass ich es eventuell verkaufe, weil es ein neues Mischpult auf dem Markt gibt. Klar, manche sagen jetzt, es ist unnötig oder so, aber dazu will ich jetzt mal was sagen. Und zwar ist es von Avamedia. Habe ich auch noch nie was von gehört, muss ich wirklich sagen. Aber die machen auch Webcams, haben die ja dann was halt in eine Capture Card und so. Sowas alles, was eigentlich für Gaming auch ist, wusste ich gar nicht. Und die haben jetzt ein Stream Deck entwickelt oder ausgepasst für Gamer, nicht für Gamer, für Streamer. Und dabei hast du direkt ein integriertes Mischpult, ja, wahrscheinlich Mischpult, hast du direkt ein Stream Deck mit integriert, was ja eigentlich normalerweise, wenn man jetzt von Elgato drauf schaut, 200 € kostet oder so, was du dir hinstellen kannst oder halt ein bisschen weniger, weil dann hast du halt weniger Funktion und da ist es halt wirklich mit integriert. Und dann hast du auch normal deinen Lautstärkeregler und auch deutlich besser, weil dann kannst du wirklich mit dem Ding, was ich halt gesehen habe, dass du einen Ausgang hast in dem Sinne, wo alles drüber läuft. Das heißt, deine Stimme, das ganze Game, alles. Und du brauchst nicht mehr in OBS oder sonst was 2 Sachen überlegen, die du nur überlegen kannst für eventuell dein Chat, jetzt für Leute im Discord und ja, fürs Game. So, und man kann halt keine Musik mehr hören,
So, das kannst du einfach mit einem Ding dann in dem Sinne da machen, was ich eigentlich geil finde. Und da bin ich halt immer am Überlegen. Das Ding ist erst noch neu, da kommen auch noch einige Sachen raus. Deswegen bin ich da am Überlegen, ob ich mir das Ding eventuell hole. Aber schauen, ob ich dafür erstmal das künftige Kleingeld zusammenkriege. Ja, dann nochmal eine Sache zu den Streams. Und zwar, sobald es anfängt, weil ich die Grafik wieder haben sollte und die Streams auch wieder funktionieren, also ich streamen kann, gibt es danach, die in der Woche, gibt es 3 Streams. Wahrscheinlich 3 Streams hinterher, durchgehen. Oder halt 1-2 Wochen später, je nachdem. Weil meine Mutter will halt schauen, dass sie halt nicht immer zwischendurch da ist. So. Aber was ja auch nicht so schlimm wäre, weil belästigen tut sie mich nicht. Das ist auch ein großer Gruß an der Stelle, dass ich halt meine Freizeit dabei habe. Aber 12 Stunden sind schon so, ja, etwas kritisch. Das war ja schon beim Resident Evil Stream, den wir gemacht haben, den 12-Stunden-Stream, oder was es annähernd fast war. Ja, da hat es ja eigentlich gut gepasst mit meiner Mutters Schicht in dem Sinne. Und. Aber jetzt nicht dazu. Auf jeden Fall, sobald es das ergeben sollte, gibt es 3 Tage hintereinander einen 12-Stunden-Stream. Ja, plus eventuell, wenn es sich ergibt, je nachdem wie es ist, weil ich halt noch Geld zurücklege für FIFA, wo es auch dann direkt halt, wenn es released wird, auch direkt dann ein Stream natürlich zu gibt und ein Opening. Aber schauen, dass ich eventuell verlose ich in den 3 12-Stunden-Streams insgesamt 100 Euro. Wenn ich schaue, weil ich verkaufe bald noch mein Handy, wenn meine Mutter, was auch Ehre ist, ihr neues kriegt. Und wir tauschen immer sozusagen das Handy. Ich krieg das Bessere, meine Mutter kriegt das Schlechtere dann von meinem Vertrag. Ja. Auf jeden Fall kann ich das eigentlich, was ich hier verkaufen. Und ich denke mal, mit einem Gewinn von 200 Euro gehe ich hier raus aus dem Handy. Oder 100 Euro Minimum. Nur so eine Sache. Auf jeden Fall schauen, wie es sich dann ergibt. Eventuell verlose ich dann was in den 12-Stunden-Stream, den es ja dann gibt. Also, ja. Aber ich denke mal schon, was ich so ansehen kann, ist entweder 14. in der Woche vom 14. oder in der Woche vom 21. So. Das denke ich mal grob. Ist, wann der 12-Stunden-Stream normal, wann die stattfinden sollten. Weil, ja, wir haben die 3. Woche. Grafikkarte sollte eigentlich diese Woche wieder, ja, diese Woche bis zum 21. wiederkommen. Ich glaube, bis zum 21. Jetzt haben wir die 3. Woche. Danach ist die 4. Woche. Ja, also bis zum 21. sollten 6 Wochen dann zu Ende sein, wo ich die Grafikkarte nicht mehr habe. Und bis dazu sollte es eigentlich wieder da sein. Weil viel ist es eigentlich nicht, aber durch dieses Drecks K-Punkt können wir halt nicht viel machen. Und ist auch scheiße. Aber naja, da von mir aus sowieso, dass das auch bald wieder für mich, also auch bald wieder ein Stück weit normaleres Leben ist, weil ich mich ab dem 6. kann man sich ja eventuell, ist ja noch nicht fest, muss schauen, wie es ist, kann man sich ja eigentlich als Jugendlicher ab 12 Jahren impfen lassen. Und ich glaube, ich bin da, auch wenn manche sagen, man sollte es nicht machen, aber ich glaube, ich lasse mich da impfen, weil allein so wieder, ich weiß nicht, das können manche nachvollziehen, aber so allein dieses Feeling, ins Kino wieder mal zu gehen oder irgendwo mal hingehen ohne diese Drecksmaske, oder das wäre halt wieder so chillig, vor allen Dingen halt dieses Jahr, was halt noch für Filme rauskommen, wo man sich halt nur denkt, Alter, die kommen auf einen Schlag raus, die eigentlich über ein komplettes Jahr verteilt werden. Ach ja, das wird auch wieder geil. Auf jeden Fall, ja, das dann jetzt einzig dazu, zu den ganzen Themen, was ich eigentlich ansprechen wollte. Mal sehen, wann es mit den richtigen Streams wieder losgeht. Schauen eventuell, was ich noch sagen kann, noch zum Ende. Eventuell gibt es nochmal einen Stream diese Woche. Den ersten ERL-Stream in dem Sinne. Schauen, weil ich eventuell bald zu einem Kumpel noch fahren muss, weil der Probleme mit seinem PC hat, wo der einfach Daten löscht, ohne jeglichen Grund. Und eventuell habe ich, glaube ich, auch schon sein Einverständnis halt mal bekommen. Eventuell streame ich dann mit ihm zusammen ein bisschen, schauen, wie es mit seinem PC losgeht, machen da alles. Eventuell zocken wir sogar ein bisschen, schauen, wie der PC sich da so schlägt. Muss mal schauen, was da so die Specs davon sind. Eventuell gibt es dann auch, dann aber ohne Facecam und so. Und halt mit ein bisschen schlechteres Mikrofon, wenn er eins überhaupt hat. Oder sonst gesagt über Handy. Denke ich mal, das ist eventuell über einen Stream, wenn er Bock drauf hat. Darüber einen richtigen Gaming-Stream mit einem guten Game.
oder so. Ja, auf jeden Fall das dann genau dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Haut's rein und ciao!